Bei den Rechenoperationen gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel kann man bei der Addition die Reihenfolge der Summanden vertauschen. A plus B gleich B plus A. Das nennen wir das Kommutativgesetz. Wenn ich mehrere Zahlen addieren soll, etwa A, B und C, ist es egal, ob ich erst A und B addiere und dann C oder erst B und C addiere und dann A. Wir können also beliebig assoziieren, das ist das Assoziativgesetz. Kommutativ und Assoziativgesetz gelten bei der Addition und gelten auch bei der Multiplikation. A mal B ist B mal A, A mal B mal C, ich kann zuerst A mal B rechnen oder zuerst B mal C rechnen. Wenn ich eine Klammer mit einem Faktor multiplizieren soll, kann ich auf verschiedene Art und Weisen vorgehen. Ich kann etwa erst die Klammer B plus C ausrechnen und damit A multiplizieren. Ich kann aber auch ausmultiplizieren, A mal B rechnen, A mal C rechnen und dann beides addieren. Das ist das Distributivgesetz. Wenn ich das Distributivgesetz von links nach rechts lese, spreche ich von ausmultiplizieren. Wenn ich das Distributivgesetz von rechts nach links lese, spreche ich von ausklammern. Ich kann kommutativ, assoziativ und Distributivgesetz in sinnvoller Weise kombinieren und erhalte dann sehr nützliche Formeln, die binomischen Formeln. Ich will die Aufgabe a plus b in Klammern zum Quadrat berechnen. Zunächst wandle ich die exponentielle Schreibweise in die klassische Schreibweise um, a plus b mal a plus b. Dann wandle ich das Distributivgesetz an, multipliziere also aus. Dann multipliziere ich noch zweimal aus und dann wandle ich die Ausdrücke a mal a und b mal b in die exponentiellen Schreibweise zurück. A mal b plus a mal b kann ich zusammenfassen, das sind 2a mal b. Was ich hier gemacht habe, ist im Grunde nur das Distributivgesetz ein weiteres Mal angewendet. Wir haben schließlich die erste binomische Formel hergeleitet, a plus b zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Wir können das auch sehr schön geometrisch darstellen. Wir haben senkrecht aufeinander die beiden Strecken a, verlängern beide um die Strecke b. A plus b in Klammern zum Quadrat entspricht diesem roten großen Quadrat. A Quadrat ist das blaue Quadrat, b Quadrat das gelbe Quadrat und 2a mal b sind die beiden grünen Rechtecke. In ähnlicher Weise können wir a minus b in Klammern zum Quadrat berechnen. Zunächst substituieren wir die Exponentenschreibweise durch a minus b mal a minus b. Wir multiplizieren aus, wir multiplizieren ein weiteres Mal aus. Wir ersetzen a mal a durch a Quadrat und wir fassen minus a mal b minus a mal b zusammen. Auch hier haben wir eine geometrische Interpretation. A minus b zum Quadrat ist dieses rote Quadrat. Es ergibt sich aus dem blauen Quadrat, indem wir zweimal die grünen Rechtecke abziehen und einmal das gelbe Quadrat dazuzählen. Wenn ich a plus b mal a minus b rechne, kann ich ausmultiplizieren, kann zwei weitere Male ausmultiplizieren, sehe, dass b mal a wegfällt und habe dann a Quadrat minus b Quadrat. Das Ganze grafisch dargestellt, senkrecht die lange Seite a plus b, waagrecht die kurze Seite a minus b. Das rote Rechteck entspricht von der Fläche her dem blauen Quadrat. Abzüglich dem gelben Quadrat. 2x plus 3y in Klammern zum Quadrat. Wir wenden gleich die erste binomische Formel an. A ist 2x, b ist 3y. 2x zum Quadrat ist 4x Quadrat. 2 mal 2x mal 3y ist 12xy. Und 3y zum Quadrat ist 9y Quadrat. 25x Quadrat plus 10x plus 1. Hier wenden wir die erste binomische Formel rückwärts an. Wenn a² gleich 25x² ist, dann ist a offensichtlich 5x. Und wenn b² gleich 1 ist, ist b auch gleich 1. 2ab muss dann noch 10x sein, das stimmt ebenfalls. Wir haben also 5x plus 1 zum Quadrat. Hier einen Ausdruck mit drei Klammern. Vor der zweiten Klammer steht ein Minus. Wir können uns das so vorstellen, dass vor der zweiten Klammer ein minus 1 als Faktor steht. Wir können ausmultiplizieren,
haben dann nur noch positive Vorzeichen vor den Klammern und können damit die Klammern weglassen. Jetzt können wir 3 mal P ausklammern und 3 mal Q ausklammern. In den Klammern stehen einfache arithmetische Ausdrücke. Wir haben dann minus 1 mal P, minus 21 mal Q. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir beginnen können. Wir können zum Beispiel aus den ersten beiden Termen U ausklammern und aus den letzten beiden Termen minus V ausklammern. Wir können die Produkte vertauschen und sehen dann, dass wir auch den Klammerausdruck ausklammern können. X plus Y mal U minus V.